hieß er nochmal, der Führer. Hm. Ich kann sowas überhaupt nicht, ne? so Moderation. Du kannst es überhaupt nicht? Na dann, hier, mach mal. Hi, wir haben ein lustiges Video vorbereitet und... Naja, also es ist ein Experiment. Wir haben eine Challenge. Wir sind nicht lustig. Wir spielen quasi, wie nennen wir es, Anti-Bingo oder... Passanten-Bingo. Passanten-Bingo. Und wir haben uns Begriffe ausgedacht. Urwill wird eh noch einen besseren Namen finden. Wir haben uns Begriffe ausgedacht und wir haben Leute angesprochen und haben die so gebracht, das zu sagen. Genau, man muss wir kennt ja Bingo, ne? In einer Reihe, diagonal geht auch, weil sonst ist es zu hart, muss man drei Begriffe haben und dann bang, Bingo. Ja. Und dann hat man gewonnen, wenn man die meiste, wenigste Zeit verwendet hat. Wenn man das mittlere Wort sagt, Bauchspeicheldrüsenkrebs, der Ton ist gerade hier, merke ich, dann kriegt man eine Minute gut geschrieben. Das ist alles, was ihr wissen müsst, oder? Und die Menschen dürfen nicht Bingo sagen oder, dann haben oder wir verloren. Verdacht schöpfen. Genau. Ja, wenn ihr sagt, hör, machst du hier ein Spiel oder wenn sie den Zettel sehen, haben wir verloren. Wahnsinn. Ja, quasi. Geil. Viel Spaß. Kurz hinsetzen, darf ich mich? Ja. Oh, wie heißt der? Herr Reimer. Herr? Ja. Ach, Herr, okay. Das ist unser Chef, deswegen heißt der Herr. Ah, cool. Hat er nicht auch der, wie heißt denn der vom Führer, der Hund, wie hieß der nochmal? Hat er nicht auch so einen Hund? Lasser. Ah. Also wir sind ja eigentlich auf solchen Festen auch, um einfach mal da zu sein, mal ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Aha, dann stehen Sie mir jetzt mal Rede und Antwort. Dann haben wir ein Gewinnspiel, kann man 1000 Euro gewinnen. Okay, Geld habe ich genug, ja, aber warum, Rede und Antwort, warum berichten Sie so wenig über das Wetter? Das Wetter? Ja. Oh Gott. Das passt ja auch zum Führer. Wie hieß er nochmal hier, Adolf? Das komme ich nicht drauf. Wie hieß er nochmal, der Führer? Ich komme gerade echt nicht drauf. Wissen Sie auch nicht, ne? Ah, Mist, nee. Wird das Wetter in den nächsten zwei Tagen schlecht? Aber es kommt doch morgen eine neue Zeit, dann steht da wieder ein neues Wetter. Ja, aber es bringt mir auch für heute nichts für meine Planung. Der Hund meiner Eltern, der hasst, dass die Menschen so Sachen auf dem Kopf haben. Wenn die sowas wie Sie jetzt hier so ein, nicht Mütze, so ein was Größeres im Aufsetzen für den Sommer. Okay. Wie heißt das nochmal? So ein, nicht Mütze, sondern, wie heißt das, wenn ich so einen Sonnen... Sonnenhut. Genau. Der bellt ja einfach, das finde ich ja krass. Ich bin nicht von hier und ich habe jetzt schon diverse Sachen gehört, dass hier irgendwie auch früher sehr viele hohe Tiere von der NS-Zeit waren. Wissen Sie was? Ja. Ich bin zum ersten Mal hier. Mit dem Feld? Ja, also ich finde es gut, dass man nicht mehr Sachen getragen muss hier. Genau. Bin ich echt froh drüber tatsächlich. Also genau wissen tue ich das nicht. Wissen nicht, wer da war irgendwie hier, der ganz oben. Und dann gab es auch den Vorfall letztes Jahr, der Organisator, glaube ich, hat irgendwie so einen Tumor gehabt hier im, wie heißt der, im Magen. Ja, genau, aber gab es, wo diese Säure rauskommt, wie heißt denn das, der Tumor? Ja, doch, das ist ja hier das berühmte Hotel Elefant. Ja. Da stand doch, wer stand denn da auf dem Balkon? Konrad Adenauer? War das nicht? Glaube ich. Adenauer? Oder? War das nicht der Böse himself? Oder der, ja? Ja, ich weiß es nicht. Hier sind ringsum sind Massen von Zwiebelbauern. Ja. Und diese Zwiebelbauern sind nach Weimar gekommen und haben dort immer im Herbst einen Markt gemacht. Ja. Und das ist dieser Zwiebelmarkt. Deswegen ist der 350 Jahre alt. Ah, verstehe, ja. Was passiert denn hier eigentlich alles? Ist das hier alles... Ja, also ich weiß nichts darüber. Mir wurde gesagt, hier kann man hingehen am Wochenende, da passiert was. Ja, aber das wo die Post ist, das ist der Goetheplatz. Und da geht wieder ein Graben runter. Mhm. Im Prinzip, man kann hier sich einen großen Rund machen und letztendlich wieder auf dem Markt. Und da steht eine Bude an der anderen. Was mögen Sie am meisten hier? Also was können Sie empfehlen? Also man würde sagen, was mir immer persönlich gefällt, ist der Mittelaltermarkt. Ja. Wir essen Stände, dann essen wir die was gibt's da alles? Zwiebelzöpfe, die man kaufen kann. Und dann spielen ja auch diverse Bands. Was spielen die? Ich höre die ganze Zeit diese Musik halt. Okay. Ja, gut. Heute Morgen, weil... Gibt es auch eine Bühne, oder? Da gibt es auch eine Bühne, ja. Was machen die? Da machen die dann eben doch hier so Sachen.
die Musik hier. Diese. Ah! Ist dieser Thüringer hier mit dem großen. Ich komme gar nicht aufs Wort. Auf dem Kopf. Gibt es auch einen Begriff bei Hunden, wie das heißt, wenn es unten rauskommt? Oder ist es irgendwie. Nö, das ist auch immer Häufchen hier. Ah ja, okay. Zwei Häufchen noch. Ah ja, süß. Nicht eine Mütze, sondern größer. Hut? Ja, der hat so einen riesengroßen Grün auf. Kennen Sie nicht? Okay. Keine Ahnung. Ja gut. Also das wäre so der einzige Thüringer Musiker, den ich kenne, aber ist doch egal. Wie heißt diese Krankheit? Ich komme echt nicht drauf, die der Organisator letztes Jahr hatte. Hier im Magen. Genau, es war ein Krebs, aber was für einer? Genau, stimmt. Das kann sein, das ist fies, ne? Das ist fies. Das ist ein ganz fieser Deutsch. Ja. Man muss Deutsch sagen, geringe Heilung. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Muss ich kurz aufklären, machen gerade ein Experiment, ein kleines. Ich glaube, der hatte auch was mit seiner Schwester, sagt ihm das. Sie müssen das ja kennen, wenn Sie hier von der Zeitung sind. Wie heißt das? Oder es war nicht die Schwester, es war irgendwas. Wie heißt das allgemein in der Familie? Inzest? Ja, ich glaube, Bingo! Bingo! Hallo, ich habe mit dem Bingo gespielt. Hut, Inzest und Musik. Was? Nee. Und was habe ich jetzt? Ja, gar nichts. Ich habe gewonnen. Also hoffentlich, wenn ich schneller war als mein Kollege. Ach so. Dort war es sehr wesen. Da habe ich wohl gewonnen, aber ich muss sagen, Tino hat es sehr viel witziger gemacht. Und ich hatte auch vor eine kleine Testrunde, um zu gucken, wie ist das so. Und die habe ich ganz schön verkackt. Deswegen, Tino, Sieger der Herzen. Und sagt uns gerne, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann vorgewaltig den Like-Button oder was auch immer. Nein. Aber sagt uns gerne, vielleicht habt ihr ja noch Ideen, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Ja, wollt ihr mehr davon sehen? Ich fand es eigentlich ganz witzig. Wie findet ihr es? Ja, und ansonsten könnt ihr gerne den Podcast von Tino und mir hören. Und heute Abend bin ich wieder live mit einem krassen Stream-Event, dem Streamer-Battle mit coolen Gästen. Kommt vorbei. Twitch ist eh immer lohnend. Tschüss. Ja, ich frage natürlich noch, ob das für dich okay ist. Wir haben das, er hat das gerade mit so einem netten... Nein, wie peinlich! Ach, das ist doch nicht peinlich. Ich bin doch derjenige, der total seltsame Sachen sagt. Ich bin jetzt rot! Das hat sie nicht gemacht! Ich frage natürlich, ob das... Ich habe mir was geschneit.